Hallo, was waren Sachen? Ich hatte mit Freunden kürzlich ein lustiges Gespräch, da ging es auch unter anderem, wie lost ich bin, im wörtlichen Sinne. Ich habe den Orientierungssinn einer Erdnuss und bin halt tatsächlich verloren, ohne halt Google Maps Geschichten. Ich finde mich nicht zurecht, man setzt mich in der Stadt aus, selbst wenn ich da schon mal war. Ja, kann ich halt Schildern nachlaufen, aber das war's dann auch schon. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Und das war ich schon als Kind. Ich war eigentlich immer verloren. Ich bin immer irgendwo gelandet, wo ich eigentlich nicht sein sollte, weil ich einfach irgendwo hingelaufen bin oder gefahren bin, gerade beim Bus. Und halt irgendwo rausgekommen bin, was halt nicht mehr zu Hause war. Großer Vorteil für mich war, die Bushaltestelle war tatsächlich einfach direkt vor meiner Haustür. Das hat das einiges schon erleichtert. Und ich hatte halt auch in einem kleinen Dorf gewohnt, aber selbst da hätte ich einem nie sagen können, jetzt von meinem Zuhause aus, wie komme ich, was weiß ich, ja, zum Bürgerhaus. Ich konnte dir den Weg nicht beschreiben. Ich weiß, wo es steht. Ich kann auch hinlaufen, aber ich kann dir nicht sagen, wie du fahren musst, dass du hinkommst. Ich kann es nicht beschreiben, obwohl es halt einfach nur drei Straßen sind. Wie gesagt, und das war ich halt auch schon als Kind. Ich war als Kind immer sehr verloren. War halt immer bei der Busfahrt immer ein bisschen schwierig. Bin öfters in den falschen Bus eingestiegen und Gott weiß wo gelandet. Da hatten wir halt das Problem. Ich wusste ja dann auch nicht, wo ich war. Ich hatte auch relativ früh tatsächlich ein Handy bekommen. So ein altes Nokia Schlag mich tot. Also ein altes Telefon, was man halt tatsächlich jetzt zum Telefonieren und als Selbstverteidigungswerkzeug nutzen kann. Ich bin halt öfters bei dem falschen Bus eingestiegen und Gott weiß, wo gelandet. Also muss das Kind ein Telefon kriegen, dass es wenigstens sagen kann, dass es irgendwo ist. An für sich ist jetzt damit ein Problem weniger, nur wusste ich halt auch nicht da, wo ich bin. Bin in den falschen Bus eingestiegen. Ich kenne die Dörfer rundherum. Es ist halt alles ein Dorf an einem Dorf. Aber ich konnte nie sagen, ich bin irgendwo ausgestiegen, ich konnte nie sagen, in welchem Dorf ich jetzt tatsächlich bin. Na, dadurch haben meine Eltern so lustige Anrufe gekriegt, ja, ich bin nicht zu Hause, ich bin woanders. Ja, wo bist du denn? Ich habe keine Ahnung, aber ich bin nicht zu Hause. Ja, super. Muss halt immer zum Ortsschild gelotst werden. Oder mir musste gesagt worden, dass ich tatsächlich zum Ortsschild laufen soll, damit die Eltern wussten, wo ich bin, dass sie mich einsammeln konnten. Ist tatsächlich des Öfteren passiert. Irgendwann, wie es dann auch rauskam, mit GPS, hatte ich da tatsächlich auch einen GPS-Tracker bei mir im Handy, damit einfach meine Mutter und mein Vater wusste, ja, wo ist die eigentlich? Die weiß ja selber nicht, wo sie ist. Wo steckt das Kind? Wo müssen wir die einsammeln? Weil da die anrufen, ja, ich bin nicht zu Hause und ich bin irgendwo, ich weiß selber nicht, wo ich bin, sind halt auch nicht so mordsmäßig hilfreich, wie man sich eventuell vorstellen könnte. Ich bin auch oft einfach nach Hause gelaufen, wenn ich halt in Dörfern war, wo halt einfach mein Ortsschild ausgeschildert worden ist oder halt die nächstgrößere Kleinstadt. Bin ich einfach den Schildern lang gelaufen. Ich habe auch damals nie wirklich was da gemacht. Ich war da alles sehr, sehr entspannt als Kind. Ich bin nicht hier. Okay, ich rufe jemanden an, geht keiner ran. Okay, lauf halt nach Hause. Da steht ein Schild, da steht der Ortsname drauf, den kenne ich. Ich laufe hin. Dann laufe ich halt mal den halben Nachmittag, bis ich zu Hause bin. Egal. Als Kind hat mich das relativ wenig gekümmert. War ja irgendwie normal, ich bin ja sonst wo immer gelandet. Ja, und das hat mich halt bis heute nicht verlassen. Ich habe immer noch keinerlei Orientierung. Ich weiß selten, wo ich bin, wenn ich halt nicht die gewohnten Routen nehme. Ich brauche auch wochenlang, um mir den Arbeitsweg zu merken. Aber wenn ich ihn dann mal habe, bleibt er auch drin, dann kann ich ihn blind finden. Aber ansonsten, irgendwas ändert sich, ich habe ja wieder keine Ahnung, wo ich bin. Sei es auch nur, dass halt wirklich die Straßen sich ändern, von wegen, ja, mir haben jetzt da Bäume gefällt oder sowas, dann ist das halt nicht mehr die Straße, wo ich durchfahre, dann passt schon wieder nicht, dann bin ich wieder woanders. Ich habe wieder keinen Plan, wo ich bin. Bin komplett verloren. Setzt du irgendwo aus, sie finden nie wieder nach Hause. Nee, außer Satz ja nie dabei mit, ja, Map-Geschichten. Eine der nützlichsten Erfindungen, wie ich finde, weil sonst finde ich halt einfach nicht zurück. Wobei ich auch wirklich gerne wandern gehe oder halt. Sehr lange Spaziergänge. Wandern kann man das vielleicht nicht unbedingt nennen. Wo hört eigentlich Spazierengehen auf und wo fängt Wandern an? Stundenlang laufen, egal. Ich gehe stundenlang spazieren, gerade beim Hund. Gerne halt auch mal in den Wald. Rundherum bei uns im Dorf war halt Wald. Wenn man halt nicht gerade die Hauptstraße rausgeht, war man im Wald. Lauf im Wald lang, irgendwo lang und komm halt irgendwo, komme ich schon wieder raus. Meist ist halt nicht mein eigenes Dorf, sondern halt irgendein anderes Dorf. Und da angekommen kann man halt entweder, ja, wenn es geht. Wenn vorhanden, einen Bus zurücknehmen oder man läuft halt einfach zur nächsten Kleinstadt. Ja, der große Stadt gibt es halt nicht. Das größte, was halt ist, ist hier eine kleine Stadt. Eine kleine Stadt und Dörfer. Man geht halt zur Kleinstadt, weil die ist meist irgendwo ausgeschildert und von da aus dann halt mit dem Bus nach Hause. So ist halt auch schnell mal ein ganzer Mittag vorbeigegangen, ist Abend und ist Gott weiß, wo lange gelaufen. Mein Hund war zur Klasse, der ist gern gelaufen. Mein jetziger weniger. Die meckert ja schon, wenn sie eine halbe Stunde laufen muss. Ich finde das nicht so gut. Aber mein damaliger Hund, der ist stundenlang gelaufen, hat sich hingelegt und wollte dann weiterlaufen.
Mit dem bin ich auch öfters mal einfach zur Eisdiele gelaufen, die halt ja so 5 Kilometer weit weg war. Einfach nur, weil er halt. Ich hatte nichts Besseres zu tun, der Hund ist gern gelaufen und in den Sommerferien konnte man das ja machen. Beim Autofahren genauso, ich fahre halt immer irgendwo hin. Man muss ja mal immer irgendwo anders hin. Und selten weiß ich, wo ich bin. Wenn ich dann halt kein Navi habe, das funktioniert, passiert ja auch öfters mal kein GPS oder halt Internetverbindung kacke oder es kommt halt nicht mit. Fahre ich dann halt entweder zur nächstgrößeren Stadt, weil von da aus finde ich nach Hause. Oder halt einfach eine Stadt, die ich kenne. Ich fahre einfach so lange stumpf geradeaus, bis irgendwas kommt, was ich kenne. Taktik hat bis jetzt immer funktioniert. Ich bin zwar nie den schnellsten Weg gefahren, aber ich bin immer irgendwie angekommen. Hat irgendwo funktioniert. Braucht man halt mal eine Stunde länger. Passt schon. Kleine Umwege. Ja, herrlich. Ist vielleicht auch ein Grund, warum man, wenn man mich in der Wildnis antrifft, ich halt gerne mal auf mein Handy schaue, einfach nur um zu gucken, wo lang muss ich eigentlich laufen. Wenn ich mit einer kleinen Gruppe unterwegs ist, laufe ich halt einfach mit. Ist aber auch schon passiert, dass mir einfach Leute hinterherlaufen. Ich einfach lange laufen bin. Hab mir dann gedacht, wird sich schon einer melden, wenn ich falsch laufe? Wusste halt keiner, wo es lang geht. Ich laufe voraus und alle dackeln mir hinterher. Das passiert tatsächlich auf Conventions relativ oft, dass ich irgendwo vorne vorauslaufe. Einfach weil ich halt im Gespräch vertieft bin oder in Gedanken und mir auf einmal alle hinterherlaufen. Wobei ich eigentlich die Letzte bin, der man eigentlich hinterherlaufen sollte, weil ich laufe ja immer irgendwo hin, ohne Ziel. Ich laufe halt einfach. Ich komme schon irgendwo an. Wenn ich irgendwo angekommen bin, bin ich dann ein Weg, wie ich dahin komme, wo ich hin will. Hat bis jetzt immer funktioniert. Aber es sind schon die lustigsten Situationen entstanden, wo wir gesagt haben, ja, wir wollen das und das Restaurant. Wir laufen hin, ich lande vorne und wir landen Gott weiß wo. Aber haben echt schöne Orte gefunden für Fotografien. Also ist nicht ganz verloren gegangen. Ja, man muss ja nicht immer einen Plan haben. Der Zufall hilft oft. Der generell habe ich selten einen Plan. Ich mache mir eigentlich kaum einen Kopf oder Pläne, wohin. Ich mache halt einfach und guck, was passiert. Klappt schon. Wenn nett, dann halt nett. Aber ich glaube, in der Hinsicht bin ich relativ entspannt. Der eine oder andere in meiner Umgebung sieht das meistens ein bisschen anders. Der hätte dann doch gern irgendwie einen Hauch von einem Plan. Und ich einfach mache jetzt halt einfach mal, weil halt. Keine Ahnung. Aber auch als Kind hatte ich die Taktik, ich laufe schon irgendwo hin, ich komme schon irgendwo an. Wenn nicht, sammeln mich ja meine Eltern auf. Das hat ja immer geklappt. Ich habe angerufen und wurde abgeholt. Für mich hat alles kein Problem. Für meine Eltern wahrscheinlich nicht so schön, wenn das Kind einfach verschwindet und irgendwo anruft. Ja, ich bin hier irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo, aber holt mich doch mal bitte ab. Ja, aber ich glaube, meine Eltern hatten es echt nicht so leicht mit mir. Da geht das Kind mit sich selbst spazieren und weiß nicht wohin. Apropos mit sich selbst spazieren. Als Kind war das wahrscheinlich noch mal, nur mal schlimmer. Wenn man kleiner ist, sollte man ja eigentlich nicht alleine raus. Sollte immer dabei sein. Das Doofe bei mir war, ich hatte ja eingebildete Freunde. Wie heißt das auf Deutsch? Eingebildete Freunde? Ich habe mir halt Freunde vorgestellt, die waren halt für mich real. Also war ich ergo nicht alleine. Dass die Leute halt nur für mich da waren. Und dass ich halt die nur wahrgenommen habe, weil die es ja eigentlich gar nicht gibt, das war ja irrelevant. Ich war nie alleine. Ich habe ja meinen Soll erfüllt. Ich bin nicht allein raus. Da war ja immer jemand bei mir. Dass der nicht echt ist, konnte ich ja nicht wissen. Da hatten meine Eltern wahrscheinlich schon den einen oder anderen Herzinfarkt wegen mir. Da geht das Kind mit sich selbst spazieren und irgendwelchen ausgedachten Freunden. Und ist sich keinerlei Schuld bewusst, weil es hat ja bis jetzt immer funktioniert und sie war ja nicht alleine. Immerhin nicht euch aus ihrer Sicht. Ja, so viel dazu. Komplett lost, keine Ahnung von nix und macht halt einfach. Weisheit des Tages, keine Ahnung. Haben wir was gelernt? Man braucht keinen Plan, man kommt auch irgendwo an. Das klingt so falsch. Hat für mich aber funktioniert. Ich weiß nicht. Es gibt bessere Wege, aber der funktioniert für mich. Ich glaube, zu mehr bin ich auch nicht in der Lage, irgendwie großartig einen Plan machen. Das macht nur Kopfweh. Ich mache halt lieber einfach. Bin kein großer Denker, ich bin ein Macher. Ich mache halt einfach. Ja, jeder hat so seine Taktik. Aber ich fand die Geschichte irgendwie ganz lustig. Ich dachte, vielleicht hat der ein oder andere Spaß auch dran an meiner Lustheit. Im wörtlichen Sinne. Ja, und dann hoffe ich mal, diese lustige kleine Geschichte aus meinem Leben hat euch gefallen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Man sieht sich.